Abwehrfeuer! Ich kann nirgends landen. Ich versuche, den Motor zu drosseln, sobald wir diesen Felsvorsprung erreichen. Danke, Charlotte. Ned? Den Motor kann ich reparieren. Tja, aber abheben wird ein ziemliches Problem werden. Sieh mal nach, was du an Relikten finden kannst. Du musst jetzt bitte so groß wie irgend möglich werden. Ja, Freunde, willkommen zurück zu Neck. Wir haben hier eine Bruchlandung mitten im Koboldland hingelegt mit unserem guten alten Freund, dem Doktor. Und wir sollen groß werden. Ich denke mal, dass wir hier von der Klippe wieder runterkommen. Na gut, schauen wir uns hier mal ein wenig um, denn mein Gefühl sagt mir, dass wir irgendwo hier in der Nähe ein Geheimnis finden. Pass gut auf, Neck. Das hier ist ganz klar Gandahars Gebiet. Gandahars Gebiet. Über den wissen wir auch noch nicht besonders viel. Wir wissen nur, dass er ziemlich gut ausgerüstet ist und dass wir ihm eben gerade seinen geliebten Roboter zu Schrott gemacht haben. Komm schon, irgendwo hier muss doch irgendwas zu finden sein. Yes, hier drüben! Na super. Sonnenenergie. Die Leute schreiben mir immer, ich würde so viele Geheimnisse übersehen, aber irgendwie, ich habe kein Auge dafür. Neue Gegner, ein Käfer. Easy. Bröckel, bröckel, bröckel und... Noch so einer. Ein Skorpion mit Stacheln. Und ein Morgenstern hinten dran. Ja, Relikte brauchen wir unbedingt, denn wir halten so wenig aus. Jeder kleine Käfer hier unten kann mich eigentlich schon besiegen. Oh yes, hier drüben. Teile zum Mitnehmen. Dankeschön. Und den hier kriegen wir noch. Der eine hier drüben hat wohl eine Fehlfunktion. Dreht sich nur im Kreis. Ah ja, zwei von denen. Einmal. Oh nein, noch ein Skorpion. Mit dem Wirbler. Oh yes, neue Kristalle. Wow. Okay, gar nicht gut. Gar nicht gut. Von denen sollten wir lieber die Finger lassen. Einmal hier so durch. Den hier können wir mitnehmen. Hep. Okay, ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall Tornado. Ist mir ein bisschen zu viel. Und wieder ein Skorpion. Geheimnis? Nee. Nee. Moment. Ich hab's gesehen. Oh shit, hier in der Höhle des Feindes. Die Krabbelarmee. Okay, Jungs, die Runde geht an euch. Die werden wir doch besiegen.
Ich habe eben gerade Gandahar, seinen riesigen Kampfroboter, zerstört. Und ich habe eine ganze Stadt zerstört. Aber Käfer hier unten können mich aufhalten. Na klar, noch eine Welle. Wow! Und noch eine Runde. Okay, Jungs. Okay, ich mach gleich hier den Tornado. Sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Mach deine Drehung. Okay, drei Skorpione, komm schon, weggehauen. Viel zu stressig. Na, wo sind wir denn hier? Neue Koboldminen. Und hier drüben ist sogar schon ein Kobold, auch wenn nur ein kleiner. Klein und wendig. Kobolde und Skorpione. Sehr schöne Kombi. Aber ich will Relikte. Drei von denen. Wow. Okay, okay. Die Knacker hier lassen es knacken. Er kann Gift spucken. Nicht heute. Wartet mal, hier drüben. Yes, ich wusste es. Und wir bekommen wieder nur Energie. Aber ich will ein richtiges Geheimnis. Drei von denen, drei von denen. Kommen wir da gut durch? Okay, wir waren beinahe down. Und wir sind hier, das geht's. Kann man schon mal machen. Einen. Diesmal direkt den hier. Und? Na also. Tornado. Aber sowas von. Energie. Jede Menge Energie. Und hier drüben wieder keins. Ich erkenne den Unterschied nie. Irgendwie sehen für mich die Wände alle gleich aus. Noch eine Welle? Natürlich noch eine Welle. Ach, keine Skorpione. Nur so ein kleiner Käfer eben gerade. Oder hier drüben? Nee. Ich glaube, je mehr man hier auf die Geheimnisse achtet, umso schlimmer wird's. Umso schlimmer wird's. Weil ich an jeder Ecke denke, oh, hier drüben, da ist so ein Spalt, da könnte ein Geheimnis sein. Der Sammelwahn. Die Sucht. Nach neuen Relikten.
schon, die kriegen wir noch. Hier oben sind Relikte. Slow-Mo. Sehr schön erledigt. Und hier drüben wieder nix. Ja, mittlerweile werden wir ein bisschen größer. Man merkt schon. Ich habe so viel Energie. Aber auch nur, weil wir jetzt hier von jedem Gegner Energie zurückbekommen. Schon ein ziemlich großer Vorteil. Hätte ich gar nicht so erwartet, dass wir so schnell so viel Energie bekommen. Aber hier sieht man es. Immer so ein kleines Stück. Also die Sachen zusammenzubauen ist schon wirklich genial. Nur finden, ja, das ist wieder eine andere Sache. Ein Minenfeld. Oh, yo! Erstmal die hier, komm! Keine Lebensenergie! Hui! Millimeter noch! Ich brauche unbedingt so eine Ladung Relikte. Relikte, keine Sonnenenergie. Meine Güte, hört man mir hier nicht zu? Ich bin tot. Ich bin tot. Wir rutschen hier rum. Und die Käfer können fliegen. Boah, yes. Immer noch am Leben. Idiotenglück for the win. Wann werden wir denn endlich groß? Na gut. Ja, ich bin immer noch klein. Ja, ich halte wenig aus. Und ja, jeder kleine Kobold hier, der kann mich fertig machen. Aber wir können sowas. Und ich denke, damit haben sie nicht gerechnet. Schlamm. Versinken wir? Nee. Ja, da wollen wir hin. Langsam, aber sicher werden wir größer. Noch mehr Relikte und hier drüben können wir durch, müssen wir durch. Oh yes, oh yes. Es wird langsam einfacher. Okay, zerstören wir die Dinger. Und hier drüben nehmen wir ein Geheimnis mit. Natürlich nur wieder irgendwelche Relikte oder Sonnensteine. Ich will den Real Shit.
Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir die vier hier zerstört haben. Die sind aber auch verdammt gut ausgerüstet. Die haben wirklich alles, die Kobolde. Und wir haben nur Neck. Klar, Neck ist super. Aber dennoch. So ein bisschen Support für die Menschheit wäre schon ganz nett. Okay, wir haben hier wieder drei Gebiete. Na, supi. Da bin ich wieder. Ach, komm. Die kleine Ecke. Jemand bleibt hängen, kann ich mehr springen. Und der holt dich weg. Aber was die können, können wir schon lange. Mach mich groß. Erstmal hier hin, dann hier hin und... Gute Nacht, mein Freund. Ich habe noch volle Energie, ich habe noch volle Energie. No, no. Oh Gott. Ich gehe hier drüben hin. Und hol den hier. Und die Wand hier noch. Relikte. Na gut, na gut, na gut. Habe ich ihn da oben eben gerade nicht getroffen? Ich dachte, den würden wir mit wegholen. Hier in Deckung gehen. Und... Na also. Na also. Hier unten müssen wir noch hin, wegen den Relikten. Die sollte man schon mitnehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn auch nur eine kleine Ladung. Damit hätten wir Seite Nummer 1. Waren nur 3, ich dachte, es wären 4. Der nächste Weg... Ach, gehen wir hier hin. Oder müssen wir hier hin? Gehen wir erstmal hier hin. Wow! No! Yes! Na also! So, die nächste Reihe. Ich bin drin. Und. Oh Gott. Der Todesschuss. Ich war doch eben gerade wirklich... Ich habe eben gerade wirklich zur Seite gezogen, wie so ein Verrückter, wie so ein Berserker. Und dennoch, na also, genau so. Aber irgendwie ab und an reagiert das nicht richtig. Ich habe wieder jede Menge Sonnenenergie. Aber ich denke auch, die werden wir noch brauchen. Okay.
Also, wir waren hier. Waren wir schon in der Mitte? Können wir in die Mitte? Ja, wir können in die Mitte. Aber dann gehen wir mal hier hin. Denn hier drüben ganz links, da können wir auch noch hin. Und ich wette, wenn wir schon hier hin können, muss da auch irgend so ein Geheimnis in der Nähe sein. Oder nur Schläge. Okay, wir können hier rein. Und wir können hier hin. Ja gut, hier waren wir schon. Dann denke ich mal, gibt es hier nur zwei Wege. Aber hätte ja sein können. Okay, jetzt verstehe ich. Wir müssen hier rein und am Ende dann hier in die Mitte gehen. Alles klar, das sollte ja wohl kein Problem sein. Gehen wir down? Oh yes, wir gehen down. Oh yes, sind wir gut. Minimale Lebensenergie, dennoch hier alles weggeholt. Und bevor wir hier oben hingehen, noch ganz schnell hier drüben hin. Wieder nur Relikte.